Ach ja, doch, und ja, und eine letzte Sache ist mir doch noch eingefallen, und zwar vorhin, als ich hier aus dem Spiel direkt auf diesen Shop wollte. Ihr seht hier, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder passiert, aber ich gehe jetzt mal, ich war vorhin auf dieser Ausrüstung, glaube ich. War ich hier auf dieser Ausrüstung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich war hier und bin dann auf die Sachen gegangen von Alter E und Ezio. Ja, irgendwie, nee. Auf Ausrüstung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, um echt zu sein. Ach doch, doch, ich weiß, das war hier rechts, ganz rechts bei dem Zeug. Hier, dieses Zeug, das man sich über den Ubisoft Club holen kann. Ich drücke da jetzt mal auf X. Jetzt steht da, ob ich mir das über den Club holen will. Dann drücke ich Ja. Dann seht ihr, es lädt. Und dann, ja, lädt da halt der Club. Ich glaube, der Club ist im Moment einfach generell in Assassin's Creed Origins laggy. Und da seht ihr, es lädt immer noch. Aber rechts ist dieses Schild. Und wenn ich jetzt Dreieck drücke, wo steht zurück zum Spiel da unten rechts? Es geht nicht. Es geht nicht. Und ich drücke auch Kreis. Ich drücke auch X. Ich drücke alles. Es geht nicht. Und jetzt passt auf, wenn ich ins PlayStation-Menü gehe und wieder aufs Spiel, was dann passiert? Oh, ist es passiert? Ja, auf jeden Fall seht ihr, ich drücke wieder alles. Und ich komme da nicht mehr aus dem Menü raus. Heißt, ich muss das Spiel wieder schön schließen und wieder auf dem X-Knopf rumhämmern. Oder ich lasse es für heute einfach erstmal. Aber ihr seht, wie man es von Ubisoft langsam relativ gewohnt ist, das Spiel ist noch. Also auf jeden Fall, dieser Ubisoft Club ist im Moment in dem Spiel noch sehr, sehr laggy und sehr, sehr verbuggt. Ja, wie gesagt, ansonsten ist es aber eigentlich ganz gut, das Spiel.